Hallo und herzlich willkommen aus dem Grenke-Stadion zum Testspiel gegen den ATSV Mutschelbach. Und dem Oberligisten gehörte auch direkt die erste Chance. Nach einem langen Ball verschätzte sich Stefan Ambrosius, aber Dennis Klemm scheiterte am starken Kai Eisel. Im Anschluss gutes Pressing von Marco Tiede, der den Ball zu Lukas Cueto bringt. Der geht ins 1 gegen 1, aber der Gästetorhüter geht mit einer Hand dazwischen und Mutschelbach klärt zur Ecke. Der Oberligist spielte in der ersten Hälfte weiter mutig nach vorne, aber auch hier war Kai Eisele wieder richtig gut zur Stelle. Aber die letzte Aktion in der ersten Hälfte, die gehörte unserem Neuzugang Budu Zivziwatze. Er kriegt hier den Ball von Paul Nebel, läuft auf die Abwehr zu, vernascht zwei Gegenspieler, scheiterte leider am Ende doch am Gästekeeper aus Mutschelbach. Und Halbzeit 2 fand dann vermehrt in der Hälfte Mutschelbacher statt. Paul Nebel hier aus rund 27 Metern mit diesem frechen Weitschussversuch. Immer wieder gutes Gegenpressing unseres Clubs, welcher zu dieser kuriosen Dreifachchance führte. Zuerst scheitert Simo Rapp am gegnerischen Torhüter, dann Lukas Cueto gleich doppelt. Im Anschluss eine gute Kombination über rechts. Erin Öztürk bringt den Ball in die Mitte und Robert Geller schiebt überlegt zum 1:0 ein. Die Co-Produktion unserer U19 sorgt also für den ersten Treffer der Partie. Es geht direkt weiter mit Robert Geller, der auch an der nächsten Aktion beteiligt ist. Erin Öztürk bringt den Ball links raus. Geller geht vorbei am Gegenspieler, legt den Ball in die Mitte und Simo Rapp steht da, goldrichtig und erhöht auf 2:0. Simo Rapp setzt am Ende sogar noch einen obendrauf. Langer Ball von Lazar Mirkovic wieder auf Robert Geller, der gefühlvoll den Ball in die Mitte hebt. Rapp steht wieder goldrichtig, köpft das Ding am Ende ohne Probleme ins Tor. Wir gewinnen also unser Testspiel gegen den ATSV Mutschelbach mit 3:0. Viele Jungs konnten Spielpraxis sammeln und jetzt heißt es voller Fokus auf den SV Sandhausen am kommenden Sonntag. Kommt alle vorbei, holt euch Tickets und lasst uns aus unserem Auswärtsspiel ein Heimspiel machen.